Servus Leute, hier ist wieder die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute mit einem L-Linsenbratlinge mit Herbstgemüse. Ein vegetarisches Rezept, sehr lecker. Zuerst war ich nochmal mit meinem Garten. Auch Mitte November kann man noch was ernten. Nämlich hier Karotten, die sind wunderbar. Die kann man auch den ganzen Winter im Garten lassen und sie immer wieder ernten, wenn man sie braucht. Das reicht jetzt erstmal. Wunderbare Ausbeute, wunderschöne Karotten. Dazu gibt es dann noch Rosenkohl, weil der ist jetzt auch fertig. Da habe ich ein paar solche rausgebrochen, das habe ich aber nicht alles gefilmt, weil ich habe kein Stativ dabei gehabt. Hier die ganzen Beilagen, alles aus unserem Garten. Süßkartoffel, Karotten, Rosenkohl und eine Zwiebel. Für die Linsenbratlinge braucht man Gemüsebrühe, Linsen, Haferflocken, ein Ei und je nach Geschmack Currypaste. Ich habe einen Teelöffel verwendet. In der Gemüsebrühe werden die Linsen gekocht. Die werden vorher gut gewaschen. Rote Linsen brauchen nur 10 Minuten, dann sind die schon gar. Die fertig gekochten Linsen kommen jetzt in eine Schüssel und dann müssen sie da etwas abkühlen. Sobald sie abgekühlt sind, kommen die Haferflocken dazu, das Ei und die Currypaste und alles wird gut vermengt. Diese Masse muss dann 30 Minuten ruhen. In diesen 30 Minuten kümmere ich mich jetzt um die Beilagen. Als erstes werden die Karotten mit meinem Nicer Dicer in schöne Würfel gehackt. Jetzt tausche ich den Einsatz und dann ist die Zwiebel dran. Mein herbstliches Gemüse sieht doch richtig gut aus. Für das Gemüse tue ich jetzt in einem Topf hier etwas Butter schmelzen. Dazu kommt dann Gemüsebrühe, natürlich wieder die selbstgemachte und ein wenig Salz, weil in meiner Gemüsebrühe ist so gut wie überhaupt kein Salz drin. In dieser Butter- und Gemüsebrühe-Mischung werden dann die Zwiebeln erstmal glasig angedünstet. So sieht es wunderbar aus. Jetzt kommt noch das restliche Gemüse dazu, also die Karotten und der Rosenkohl und ein Schuss Wasser. Und dann wird es gar gedünstet. Der Linsenbratlingteig hat jetzt eine halbe Stunde geruht und jetzt werden daraus Bratlinge geformt. Thank you.
einer großen Pfanne erhitze ich jetzt Öl und da werden die Bratlinge dann ausgebraten. Schön braun von beiden Seiten. Die zweite Beilage, die Süßkartoffel, aus der mache ich Süßkartoffelpüree. Wie das geht, seht ihr in dem Video German American Fleischpflanzl. Einen Link dazu gibt es in der Videobeschreibung unten. Die Süßkartoffel kommt jetzt erstmal in das kochende Salzwasser. Alles weitere, wie gesagt, in dem Video German American Fleischpflanzl. Bratlinge muss man natürlich immer mal wieder wenden, damit sie nicht anbrennen von einer Seite. Jetzt werden sie schon richtig schön braun, jetzt dauert es nicht mehr lang. Fertig! Zusammen mit dem herbstlichen Gemüse und dem Süßkartoffelpüree schmecken diese Linsenbratlinge wunderbar. Merkt man gar nicht, dass das vegetarisch ist. Servus, bis zum nächsten Mal.